Kimiaki, der FC Aarau, hat nach dem späten Ausgleich am Mittwoch eine Reaktion zeigen. Ist das gelungen? Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten eine Reaktion zeigen von Anfang an. Die erste Halbzeit ist es völlig missglückt. Wir haben keinen Zweikampf gewonnen. Ja, wir sind nicht kompakt. Wir haben nicht gespielt, wir sind völlig statisch gewesen. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit nach dem Platzweis haben wir eine Reaktion gezeigt, haben es besser gemacht. Aber nichtsdestotrotz sind wir enttäuscht von dem Auftritt, den wir gemacht haben. Was hat die rote Karte verändert für das Spiel? Ja gut, wir haben gewusst, wir müssen kommen, wir müssen reagieren. Und die rote Karte hat irgendwie noch das letzte Kick gegeben. Und dann haben wir ein bisschen mehr zusammengespielt, dann haben wir gewusst, jetzt müssen wir noch mehr gehen. Es hat den Zusammenhalt mehr gemacht. Und, so einen Auftritt können wir nicht liefern. Ist der Punkt schlussendlich ein gerechtes Resultat, wenn man das Spiel gesehen hat? Ja, nach der ersten Halbzeit, wie ich schon gesagt habe, war es katastrophal. Die zweite Halbzeit konnten wir reagieren. Aber es war kein schöner Marsch zum Zuschauen, auf beiden Seiten nicht. Und schlussendlich müssen wir noch zufrieden sein mit dem Punkt, aber gleich. Wir haben zwei Punkte verloren, wir haben uns viel vorgenommen und wir sind sehr enttäuscht. Danke vielmals. Wir diskutieren die heissesten Themen des Schweizer Fußballs mit den wichtigsten Gästen. Die Blog.ch Fußballarena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Markus Schellibaum, ein 1-1 hier im Baum gegen Le Mans. Ein Resultat, das man schlussendlich zufrieden sein muss. So wie das Spiel gelaufen ist, schon. Ja, die erste Halbzeit war ganz schlecht. Also wirklich, es waren auch schwierige Bedingungen. Es hat geschneidet, es hat gewindet. Und das Goal war auch noch offside und alles gegen uns. Aber dann die zweite haben sie doch auch mit den Verhältnissen besser leben können. Es war ein riesiger Fußball heute, aber auch eine Charaktersache. Das habe ich auch verlangt in der Halbzeit. Und das haben sie eigentlich noch gut gemacht, das Zehnte. Noch einen Unentschieden zu holen. Und dann haben wir noch zwei, drei gute Aktionen, hätten wir noch gewinnen können. Aber wir wollen nicht zu gourmand sein. Also ich glaube doch, sie sind von weit gekommen. Aber das zeigt auch den Charakter dieser Mannschaft. Sie haben da nie aufgegeben und dann haben sie gleich noch einen Punkt bekommen. Hast du eine Erklärung, wieso man sich in der ersten Halbzeit so schwer getan hat? Ich habe es gesagt, oben ist es wirklich ganz, ganz schwierig zu spielen. Also von den Bedingungen her und heute eben der Wind und das hat geschneit. Da muss man sich schon auch mental vorbereiten. Ich habe es aber schon gesagt seit dem Donnerstag, dass es nicht einfach wird da oben. Und, es war keine gute Halbzeit gewesen, aber das können wir auch mal einziehen. Weil wir haben jetzt wirklich seit Wochen eine gute Leistung abgerufen. Aber die zweite haben wir reagiert. Das ist schon noch wichtig. Weil eine Mannschaft, die das nicht kann, dann ist es schwieriger. Aber sie können reagieren und darum haben wir den Punkt geholt. Der Pablo hat in der zweiten Halbzeit noch gelb-rot gesehen. Hast du dir schon überlegt, ihn in der Pause rauszunehmen? Nein, eigentlich nicht. Aber es war natürlich ein unglückliches Foul von Pablo. Und es war klar, dass es der zweite Gelbe ist. Aber das ist das Fußball. Es war sicher unglücklich, was er gemacht hat. Aber dafür haben wir dann das Zehnte eigentlich viel besser gespielt. Wir haben viel mehr Zweikämpfe verlangt und auch reingegangen in Zweikämpfe. Und haben auch unsere Zuschauer erarbeitet. Also es war nicht gut, dass er raus ist. Aber schlussendlich hat uns das einen Ruck gegeben auf die Mannschaft. Danke vielmals. Bitte.